So, liebe Leute, und weiter im Text. Das geht weiter mit dem Strippen der XJ550. Heute Fortschritte gemacht, und zwar zeige ich euch mal, was hier passiert ist. So, ihr seht, Vergaser ist raus, Tacho ist ab, Batteriekasten habe ich abgewurstelt, die Lampe ist ab, die habe ich schön eingewickelt, damit da nichts passiert. Der erste Bautenzug ist schon mal weg. Hier einmal das Yamaha-Zeichen, wie ihr lesen könnt. So, Yamaha. Ja, ansonsten sieht die Kiste zurzeit so aus. So. Einmal hier unten. Das ist Vergasertrakt. Da sieht man richtig, dass die 83.000 denn tatsächlich ihre Spuren hinterlassen haben. Bleibt natürlich nicht aus, dass denn da irgendwann der Lack auch ab ist. Ansonsten das Rahmendreieck ist soweit richtig schön frei. Werde ich vielleicht sogar so lassen. Und zwar werde ich dann die Batterie hier unten reinwursteln, wenn das passt. Weil das ist die Schwinge. Muss ich mal gucken, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, Kabelbaum ist hier zum Teil schon mal gelockert. Alles ein bisschen lose und wie man sieht hier fast gar kein Fusch betrieben. Gaszug ist los. Ja, ansonsten Tachoeinheit fehlt. Hier brumm brumm brumm. Geht gerade auch nicht mehr. Lenker werde ich lassen. Den finde ich total klasse. Von LSL ist der. Den habe ich mir mal nachgekauft. So sieht das Ganze dann jetzt mal von vorne aus. So richtig so. Es geht schon in Richtung Street Fighter. Möchte ich aber eigentlich nicht. So, hier ist der ganze Lampen-Elektrik-Kram, wie man sieht. Ja, hier war dann das Yamaha-Zeichen dran. Hier mal die Simmerringe. Könnt ihr mal sehen, richtig schön ranzig, ölig, fettig, rostig, fettig, kaputtig. Ja, Schutzblech hat natürlich auch jetzt schon ein bisschen gelitten, leider Gottes. Das heißt, polieren, polieren, polieren. Oder schneiden. Hier so ein V reinschneiden oder ein W oder was anderes. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, es ist noch einiges dran zu tun. Bremszangen müssen auf jeden Fall gemacht werden. Alle beide Seiten, die sind fest, die Dinger. Von der ganzen Standzeit. Ja, erstmal, aber erstmal den Kollege Motor rauswühlen. Sauber machen, und dann können wir uns auch an den Rahmen als erstes ranwagen, den dann wieder schier zu machen. So, auf jeden Fall, wie gesagt, das hier hinten, das gefällt mir immer noch ganz gut. Federbeine, also ihr seht, das ist ein sehr langwieriges Projekt. Nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ist oldschool, aber dennoch nicht hoffnungslos verloren, ganz ehrlich gesagt. Ja, Herrschaften. So viel denn dazu. Ich halte euch weiter auf den Laufenden. Ne? Ja, genau. Ich halte euch auf dem Laufenden, ne? Und dann sehen wir einfach mal weiter, wie sich das dann so entwickelt. Alles klar. Bis dahin erstmal schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. So, liebe Herrschaften. So, ich habe jetzt den Kabelbaum gestrippt. Ich habe sämtliche Teile schon mal abgebastelt, wie man sieht. Hier mal so ganz nebenbei, hier liegt der Kabelbaum. Einmal von vorne bis nach hinten. Einmal komplett durch. So, schwupps, da ist er. So, die Zündspulen sind ab. Hupen sind ab. Links und rechts, zwei Stück jeweils. Tacho ist mittlerweile ab. Bautenzüge, Relais hier, ich habe dann die Blinker sind abgebastelt, ja, Bremslichtschalter vorne muss ich noch mal beigehen, der ist nämlich so ein bisschen kabellos, mal gucken, ob ich das
vernünftig wieder hinkriege. Mal versuchen mit Anlöten oder im schlimmsten Fall muss ich mir 9 zulegen. Ja, also wie gesagt, Kabelbaum ist runter. Ein bisschen Elektrik steckt hier noch drin. Das geht aber zum Motor unterhalb. Wie man sieht hier, Zündspule könnte ich noch mal abmachen. Auf jeden Fall, soweit ist der Motor eigentlich relativ blank. Kupplung kann ich hier gleich noch mal raustüdeln. Denn schade, hier One Hand, so zack. Kupplung ist auch raus. Dann kann ich den nämlich auch lose machen. Und vor allen Dingen, hier am Halter ist er noch fest. Einmal durchdrücken. So. Ja, das sind die Bremszangen. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Da sieht man ganz gut, wie rostig die Bremskolben sind. Bremsbeläge sind noch relativ frisch. Diese haben noch echt Fleisch, wie ihr seht. Das ist noch echt spitzenmäßig. Ich muss halt eben nur den Kolben innen drin wieder gangbar machen, damit der dann einigermaßen hin und her flutscht. Andere Seite wird mit Sicherheit genau dasselbe sein. Ja, da sieht man das. Da sieht man das. Da ist Luft dazwischen. Oh, kann man das so gegen das Licht sehen? Mehr recht wie schlecht. Aber auf jeden Fall. Ja. Oh, ganz, ganz knappe Nummer ist das. Der ist rostig, der ist fest, der muss gemacht werden. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Wenn wir schon dabei sind, Hydraulikflüssigkeit muss dann eh neu gemacht werden. So, ich werde jetzt vorne nochmal das Schutzblech abbasteln. Auf jeden Fall haben wir denn schon mal, wenn der Motor raus wäre, ein Rolling Chassis. Das heißt, wir können das ganze Gestrüpp rollen. Das ist das Wichtige eigentlich daran. Ganz ehrlich gesagt, so wie sie jetzt ist, gefällt sie mir eigentlich recht gut. Fetten Lenker drauf, der passt besser wie dieser krumme Krummbeinlenker, der vorher drauf war. Nee, ehrlich, also so ist ganz klasse. Federbeine. Mal sehen, was ich denn da mache. Ob ich die ausbaue und dann, also ausbauen definitiv, ob ich sie zusammenpresse und dann komplett aufarbeite oder gleich neu nehme, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hinten muss ich dann noch mal gucken wegen der Bremsgeschichte, wie das hier in der Bremstrommel aussieht, wie da die Belege sind. Ja, also das ist dann jetzt erstmal so das Gestrippe. Ich werde jetzt noch mal vorne ein bisschen weiter basteln und dann gucken wir mal. Alles klar. So, liebe Leute, ich wollte jetzt eigentlich mal ganz gerne gucken, was die Bremsflüssigkeit macht. Die Schraube habe ich natürlich lose gekriegt. Und die alte Tante, die ist hier rattenschwanzmäßig fest. Also, ich habe das jetzt mal folgendermaßen. Ich nehme mir jetzt hier so ein, ihr seht, Stück Gummihandschuh. Man sieht auch, dass die Schraube hier total abgefressen ist. So, jetzt ist besser. Jetzt ist Licht an. Im Gegensatz zu dieser Schraube hier. Die ist auch schon. Ich habe das vor einmal mit WD-40 eingesprüht. Die ist hier richtig abgefressen, bis der Arzt kommt. Wie man sieht. Da geht gar nichts mehr. Also, kurzer Tipp. Gummi dazwischen klemmen. Schraubendreher obendrauf. Das ist natürlich alles hier One Hand. So, ein bisschen Druck ausüben. Zur Not einfach mal mit dem Hammer hier hinten drauf klopfen. Habe ich jetzt vorher schon gemacht. Ganz kurzer Trick. Nicht sofort rechts lose drehen, sondern erstmal nach links ein bisschen mit Gefühl. Und dann versuchen nach rechts und... Ja.
Und dann löst es sich. Ich muss einmal ganz kurz die Hand wechseln, weil mit links funktioniert es nicht ganz so prickelnd. So, und jetzt noch einmal. Und oh, habt ihr gehört? Das war das. Das war die Schraube. Alter Schraubertrick. So. Da die nachher so oder so neu kommen, spielt das bei der hier keine Rolle. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier nochmal aufschrauben. Und mal gucken, wie denn die Bremsflüssigkeit aussieht. Da zeige ich euch dann mal. Ja, ist klar, ist natürlich alles richtig schön festgejummt. Oh, die sieht eigentlich noch relativ gut aus. Also ich hätte zumindest nicht gedacht, dass sie so hell aussieht. Wahnsinn. Ich hätte damit gerechnet, dass sie richtig schön schwarz dunkel ist. Naja, egal. Nichtsdestotrotz, die kommt so oder so neu. Die würde ich dann jetzt erstmal abkippen. Damit ich dann zumindest die Bremszangen abbasteln kann. So. Dazu brauche ich aber beide Hände. Ich lege euch dann einmal beiseite. Und dann zeige ich euch das gleich nochmal. So, liebe Leute, einmal andersrum. Bremsflüssigkeiten abmachen, wegmachen. Ich habe gesagt, ich wollte ihn eigentlich kippen. Ich mache das jetzt ganz einfach mal mit einer Spritze. So, was kommt denn da rein? Ich wollte ihn eigentlich, ursprünglich war geplant, ihn einfach zu kippen. Aber ich habe jetzt mich doch entschieden, das auf eine altmodische Art und Weise zu machen. Ja. So. Da ist ein bisschen drinne. So, da könnt ihr mal sehen, wie das innen drinnen aussieht. Da, diese kleine Kammer. Da geht sie durch, die Bremsflüssigkeit. Hier durch. Beim Betätigen der Bremse. Schließt da drinnen, macht er auf und zu und lässt den Druck dann ansteigen und absinken. Besser gesagt. Ja, so sieht das Ganze mit der Bremsflüssigkeit aus. So. Mach dann jetzt erstmal den Deckel wieder drauf. Einmal andersrum. Dann kann ich zumindest jetzt die Bremszangen abbasteln. Und könnte dann damit anfangen, wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Hier hin. Da habe ich sie hingelegt. Da. Ja, ich drehe sie jetzt erstmal wieder rauf, damit der Deckel dann auch drauf bleibt. Drehe sie nicht ganz fest. Mach nur so ein bisschen so zacki zacki zacki. So, mit Bremsflüssigkeit müsst ihr unheimlich aufpassen, die ist nämlich bissig. Die Boys, die macht hab hab hab. Nein, im Ernst jetzt, müsst ihr echt aufpassen, die ist unheimlich gefährlich. Also am besten Schutzbrille aufsetzen, so wie ich das jetzt gemacht habe, Schutzbrille, und dann passt das. Gut, das werde ich jetzt entsorgen. Ich habe hier noch so einen Altölkanister. Da kippe ich den Kram jetzt rein. Und dann ist das von der Backe. So, ich werde dann mal weitermachen. Yes! Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hallo Freunde. So, wir haben Samstag. Es ist kurz nach 8 Uhr.
Bin gerade in der Garage und zwar geht das neue Projekt jetzt los. Ich zeige euch mal, wie weit ich jetzt schon gekommen bin. Und zwar ist es das jetzt hier. Soweit habe ich sie gestrippt. Ich meine, so sieht die doch schon mal ganz kernig aus, oder? Also, ja, heute will ich mal versuchen, den Motor raus. Nochmal Öl ablassen. Und dann will ich sie ein bisschen schwarz machen, damit das dann so ein bisschen mal hier vorwärts geht. Also bisher 2 Tage dabei gewesen, guten Erfolg gehabt. Naja, nee, 2 Tage im Groben und Ganzen, einen ganzen Tag. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt mal im Hellen, einmal den Motor begutachten, den Rahmen. Simmerringe sieht man hier ganz gut, wie er durchgesifft hat. Jetzt sieht man hier auch das ganze Ausmaß der Standzeit und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, sind Spuren vorhanden, Kammspuren, so im Groben und Ganzen. Allein vom Motor her, den allein mal sauber machen, rauswühlen. Ja, also ein kleines Projekt. Es soll ja auch nicht langweilig werden, ne? Gut, ich mache mich dann einmal frisch ans Werk und dann geht's gleich weiter. So, ich habe euch jetzt einmal anders positioniert und zwar will ich jetzt hier unten einmal das ganze Öl ablassen. Eine Auffangwanne habe ich untergestellt. Den Ölkühler, den habe ich dann hochgelegt, damit der ganze Rotz von hier oben rausfließen kann. Es wird sich mit Sicherheit schon alles hier unten gesammelt haben im Laufe der Jahre. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, dann wollen wir mal gucken, was denn da für eine Gülle rauskommt. Mal sehen. Oh. Schauen wir mal. Oh, da kommt auf jeden Fall schon so der erste Spritgeruch durch. Also merkt man, ja, dass sich Öl und Sprit. Oh, lecker, lecker, lecker. Schon zusammengetan haben. So, ich drehe nur bewusst ganz minimal auf, damit er da ein bisschen abpitchern kann, weil ich will hier nicht so eine Riesensauerei haben. Denn je weiter ich ihn aufdrehe, umso mehr Gülle fließt da raus. Und ich habe hier keine Lust, den Boden zu fäulen. Sollte das schon alles gewesen sein? Eigentlich unwahrscheinlich. Da muss normalerweise viel mehr drin sein. Den Ölkühler lege ich jetzt noch einmal da oben hin. Also, das war nicht viel drin. Das kann natürlich auch sein. Dann können wir auch mal die Knarre so machen. Nee. Das schien tatsächlich schon alles gewesen zu sein. An dem ganzen Gelumpe hier. So, dann gucken wir mal, was hier denn los ist. Ich glaube, da kommt auch schon das Filterchen. Das ist wieder so eine Endlosschraube. Jo, das war tatsächlich alles, liebe Leute. Echt. Ganz ehrlich gesagt, hätte ich das jetzt nicht vermutet, dass das wirklich alles gewesen sein könnte. Alles, aber das nicht. So, einmal Lacken holen. Um das ganze Geschehen dann ein wenig sauber zu machen. So, da pitchert der noch. Und mal gucken, dass wir dann den Filter hier einmal rauskriegen. Einmal mal ein bisschen. Wo ist der Filter? Da ist der Filter. So, und so sieht das Ganze aus. Mein
Viel scheint sie nicht gelaufen zu haben, wenn ich mir das so begutachte. Weil der Filter ist eigentlich noch relativ sauber. So, ich zeige euch das mal mit dem Filterchen hier. Das ist der Filter. Und der sieht doch eigentlich noch, jetzt bei näherer Betrachtung sieht man das denn doch, dass der schon Rost und so einen Dreck angesetzt hat. Goodie. Auf jeden Fall ist denn da zumindest schon mal die Flüssigkeit raus. So sieht das Ganze aus. Das ist der Filter. Es riecht nach Öl und Sprit. Sieht das echt sahnemäßig aus. So, die Feder, die packen wir da wieder drauf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich ja mal so ganz ehrlich zugeben. Ne? Gott, auf jeden Fall, Öl ist raus. Hey, was soll das hier? Dann können wir uns an den Motor machen, Herrschaft Herr. Dass wir den dann einmal rausfriemeln. So, ich drehe den jetzt wieder drauf. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Dann die Dichtung mit bei war. Aber das sah nicht danach aus. Da ist die Nase. Da ist der. Das war ja ganz klar, dass der da reinfällt, da der Kollege. So, dann werde ich mal die ganzen Motorhalter lösen. Und dann werde ich den Kollegen nachher mal auf die Seite kippen. Und dann sehen wir mal weiter, wie sich denn das Ergebnis sehen lässt. So, das ist auf jeden Fall die Suppe. Ja, Öl, Sprit, hat sich alles unten gesammelt. Klar, wird nicht benutzt. Und dann läuft das Ganze dann halt eben runter. Zack, so. So, Herrschaften, ich werde denn jetzt einmal hier die Fußrastenanlage abnehmen und den Seitenständer, weil ich den Motor ja nachher kippen will. Ja, hier schon mal der erste Handschlag getan. Dann werde ich nachher die Seitendeckel abnehmen. Den Anlasser werde ich wahrscheinlich nochmal runternehmen, damit ich dann zumindest, also den Anlasser runter, damit ich zumindest hier hinten nochmal schön sauber machen kann. Das wird jetzt die nächste Aktion sein. Aber wie gesagt, erstmal hier das beides runter und dann passt das schon. So, jetzt kommt die Fußrastenanlage runter. Also, ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nie so viel Fusch gesehen wie an so einem Bike. Tut mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war die allerletzte Katastrophe. Weil derjenige, der hier schon mal bei war, hat hier mit einer abgeknabbelten Kreuzschlitzschraube gearbeitet, wo eigentlich eine 10er Schraube drin sein sollte. Gut, das ist auf jeden Fall
Die Fußrastenanlage. Stimmt ja gar nicht. Nicht Fußrastenanlage, sondern Schaltgestänge. Entschuldigung. Das ist ja doch ein himmelweiter Unterschied. So, ich werde jetzt mal versuchen, den Deckel hier abzunehmen. Mal sehen, was mich dahinter erwartet. Bisschen mulmiger schon, aber schauen wir mal. So, einmal den, einmal das Hämmerchen, einmal so ein bisschen, damit ich die Schrauben dann auch vernünftig lose kriege und nicht abknabbel. Lieber relativ lose. So, da hinten ist noch eine. Und die Hammerschläge, habe ich schon mal erzählt, zentriere ich die Modder bzw. den Schraubendreher. Hier ist das ein Torque, ein Imbus. Und laufe wenigstens nicht Gefahr, dass ich die Schraube überknabbel, weil da ist Dreck drin. Und das geht nicht weit genug rein. Man sieht, er hat hier ein bisschen Spiel. Ich kriege jetzt hier ein paar Schläge. Und er sitzt ein bisschen fester und ist auch weiter drin. Also man hat wesentlich mehr Fleisch, um das Ganze dann vernünftig, ordnungsgemäß und mit sauberen oder auch nicht sauberen Schrauben rauszukriegen. Also wenn man nicht unbedingt aufbohren möchte, das ist nur ein kleiner... Eine kleine Hilfestellung, also einfacher geht es eigentlich gar nicht. So, dann lasst uns doch mal schauen, wie das hier aussieht. So, wo hängst du denn jetzt noch? Einmal gucken. Gar nicht. Tata! Oh, das ist der Dreck von den ganzen letzten Jahren. Der ganze Sodder, Schmodder, Hülle, Gülle, Kacke, Pisse, Schweine, Dreck. So, den gleich mal wieder rauf machen. Da saß nämlich die Fußrastenanlage mit dran fest. Der ist drauf, den packe ich mir einmal beiseite. Ja, Herrschaften, das ist das, wenn man so ein Projekt hat. Ich packe die Schrauben dann wieder hier rein, wo sie hingehören, damit ich sie dann nachher auch wieder finde. Einige habe ich schon in den Rahmen reingedreht, damit ich die Löcher zumindest wieder habe. Die werde ich nachher aber rausnehmen, so wie hier hinten oder ja, der Hahn ist auch wieder unterwegs. Andere. So findet man zumindest dann gleich die Schrauben, Imbus-Dinger oder sonstiges wieder. Kollege Anlasser wollte ich jetzt hier nochmal bespaßen. So, und ziehe. Einmal den Minus abmachen oder kann ich auch dran lassen, der ist ja genau, den lasse ich dran, einmal die Verlängerung. So, ich hatte den ja schon mal lose vor etlichen Jahren. So. Weil er ja angeblich kaputt gewesen sein sollte und sie deshalb das überhaupt nicht angesprungen ist. Dem war aber nicht so. So, mal gucken, hier ist noch der Kettenschutz, was liegt hier dazwischen? Ein Stein. Zack, und ab dafür.
So. Das war der Kollege Anlasser. Dann wollen wir da mal ganz sanft, aber wie gesagt, wirklich ganz, ganz sanft. Ich stelle euch mal hoch, ein bisschen höher, damit ihr dann auch vernünftig gucken könnt. Ja, der Hahn, der gibt wieder richtig Gas hier. Und schwupps. So. Dann können wir mal gucken. Also, hier ein Schraubendreher. Setz hier an und hebel ganz, ganz vorsichtig, weil es ist nur Guss. Es soll nichts kaputt gehen. Ihr seht, er bewegt sich schon so ein bisschen. Er sitzt ja fest drin. Alternativ kann man sich natürlich auch eine Gummikeule nehmen. Geht genauso gut. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den, ja, er bewegt sich schon ein bisschen mehr. Das heißt, upsala. Salat. Ja, es hat der Zahn der Zeit genagt, wie man sieht. Aber im ganz großen Stil. Also Leute, nehmt euch die Zeit, geht mit Bedacht dabei und rupst das Ding nicht einfach raus, weil hier ist alles Guss. Soll ja nichts kaputt gehen. Da kommt er. So, ganz vorsichtig hebeln. Und die Welt ist in Ordnung. So. Und hier kommt der Anlasser. Wo ist denn hier? Auch da hinten noch ein bisschen Kladderadatsch dran. Okay. Egal, nehmen wir trotzdem mit hier. Zack. Anlasser. Starterrelais. So sieht das Ganze aus. Das ist der Anlasser. Ich zeige euch gleich mal, wie es drin aussieht. So, langsam wird es voll auf der Werkbank. Ich muss einmal ein bisschen weg zur Seite packen. So. Und zwar sieht das denn folgendermaßen aus. Entschuldigung, wenn das hier so wild rumgerubbelt worden ist. So. Das ist der Anlasser. Das ist der Anlasser. Das heißt, wenn ich das Hinterrad drehe, passiert da am Rad gar nichts. Erst jetzt. Und auch nur in eine Richtung. So, auf jeden Fall, der ist schön freigängig. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr den schon raus habt, ob da irgendwelche Zähne abgeknabbelt sind oder wie auch immer. Das ist ich drücke gleich den Hahn um, den Hals um, du Hahn. Nee, hier ist alles in Ordnung. Also wenn, dann könnt ihr den Motor aufmachen, Deckel auf der anderen Seite abnehmen, Rad rausruppen, dann habt ihr Ruhe, dann seid ihr zumindest gewiss. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus, wenn man nichts dahinter macht, weil man da ja auch überhaupt nicht so gut rankommt. Ja, nee, das ist also das ganze Geschehen. Das ist denn das erstmal. So, dann werde ich jetzt erstmal, das ist der Bolzen für die Schwinge. Ich habe hier den Motorhalter. Ich habe hier vorne drei Halter. Und da habe ich noch. Ich könnte jetzt noch als Alternative eigentlich den Ölkühler
abklemmen. Was ich eigentlich nicht so gerne machen möchte, glaube ich. Oder ich klemme ihn oben ab, um ihn einmal durchzuspülen. Weil wenn der nämlich kaputt ist, dann haben wir ein Problem. Weil so ein Ölkühler, ich meine, man kann sich was zurechtbasteln. Nur den, so wie er jetzt da ist, den kriegst du natürlich nicht mehr so mal eben in eine Ecke zu kaufen. Ne? Ja, das geht dann jetzt erstmal weiter damit. Okay, bleibt dran. So, mittlerweile habe ich denn nun auch doch sicherheitshalber hier den Ölkühler einmal abgebastelt, wie man sehen kann. Hier ist der Ölkühler, weil ich ja den Motor raus haben möchte. Das war mir dann doch so ein bisschen zu knackig. Da habe ich ihn erstmal hingelegt, den Kollegen. Der wird ja nachher auch noch sauber gemacht. So, musste dann natürlich halt eben so ein bisschen hochbocken, die Karre, damit ich dann an diese Imbusschrauben rankommen, wo die Ölkühlerleitungen dran sitzen. Von der Seite ging das ganz gut. Von der anderen Seite ging eine, und zwar, upsala, die untere ging, die hier, die ging, nur die obere, die ging nicht, weil hier der Motorhalter direkt im Weg ist. Auf der Seite genau dasselbe, aber da funktionierte das. Komischerweise, entweder sitzt der Motor leicht schief drinne. Ja, oder die haben den Halter falsch angeschweißt. Eins von beiden. So, auf jeden Fall die oberen Motorhalter, die Bolzen. Da sind die Bolzen. Habe ich dann auch schon mal gelöst. Dasselbe Spielchen. Fast auf der anderen Seite. Da habe ich nur den unteren. Weil wenn ich die jetzt nämlich lose mache, dann kommt der ganze Motor nach vorne. Ich kann euch das ja mal demonstrieren. Wenn ich dann... So, jetzt kommt die Karre erstmal runter. Und jetzt kommt der Motor nach vorne. Da seht ihr das. So. Da könnt ihr das richtig schön begutachten. Jetzt geht er wieder auf Spannung. So, ich lasse ihn ein bisschen auf Spannung, weil ich muss jetzt erstmal aber die Kette hier los machen, sonst habe ich die nachher nämlich im Wege. Was ist hier los? Da, so, einmal die Kette lose machen, sonst habe ich die im Wege, dann mal ein bisschen sauber machen und dann kommen wir schon mal so ganz langsam der Sache näher, um das Motörchen auszubasteln. Ja, so viel denn erstmal dazu. Ich werde die Kette abfriemeln, hinten einmal lösen, Rad nach vorne und dann schauen wir mal, was wir denn dann machen. Oder ich löse ihn hier, nehme das Ritze runter, könnte ich auch machen. So, und weiter im Text. Wie gesagt, ich will jetzt das Ritzel will ich lösen. Dann brauche ich hinten das Rad nicht lösen. Und die Kette runterziehen. Das muckt wir dann einmal ganz anders. Und zwar läuft das dann wie folgt. Ich habe... Ja, Dreckspinne hier. Da einen Klotz zwischengelegt. Weil wenn ich hier nämlich runterdrehe, bewegt sich das Rad nach vorne. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Von daher ein Holzklotz, ein bisschen mit zarter Gewalt den ganzen dann entgegenwirken. Und das könnte dann funktionieren. Wie gesagt, zarte Gewalt. Zehner, Verlängerung. Schauen wir mal. Ach so. Einmal nochmal. Wie gesagt, der Zahn der Zeit, der war da. Der Zahn der Zeit hat genagt. Ihr seht, wie sich das Ganze hier spannt. Oh, das ging aber relativ flutschig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Das war Nummer 1. Nummer 2
Dann nehmen wir einmal hier die Sicherung ab, wenn sie denn möchte. Ich habe natürlich wieder hier Riesenschraubendreher. So, und zwar ist das, damit das Ritzel sich nicht löst, das ist der Sicherungssplint. So, der geht auch nur in irgendwie einer ganz bestimmten Stellung rein, rauf, raus, runter. Ich muss mal einen kleinen Schraubendreher haben oder eine Zange, damit ich ihn einigermaßen zu fassen kriege. Und dann kann ich ihn nämlich runterziehen. So, einmal die richtige Zangeinstellung. So, das ist er. Wird nämlich raufgeschoben und wird gedreht. Jetzt können wir auch das Ritzel runternehmen. Wie ihr seht, schwupps, das war das Ganze. Das war das ganze Spielchen. So, das ist das Ritzelchen. Hinten ist das Kettenrad. Einmal mal ein bisschen sauber machen. Bestandsaufnahme machen, wie die Zähne aussehen. Ob wir hier schon Haifischzähne haben. Das Gute ist, der TÜV-Magger, der guckt da nicht so genau hin, weil ja der Deckel drauf sitzt. Hinten hat er schon mehr das Adlerauge. Also von daher. Aber ich sage euch, wenn wir schon dabei sind, können wir das Ganze auch neu machen, weil irgendwann sind die Dinger so oder so fertig. Die hat jetzt hier 84 gelaufen. Und ich denke, bei 84 können wir das gleich mitmachen. Dann kommt das nämlich weg. Eigentlich steht auch irgendwo drauf, wie viele Zähne das hat. In dem Fall. Durchsteigert nie. Hier ist Rost drauf. Rost auf der Höhle. Das sieht aber nicht danach aus. Ganz einfacher Tick, Trick. Tick, ja. Guten Morgen. Zack, Kerbe machen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 Zähne vorne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Immer noch 16. Ja. 16 Zähne vorne. Ich denke mal, ja, man sieht, einige Zähne sind nicht mehr ganz so gerade, so wie der hier zum Beispiel. Der geht ganz minimal nach links weg. Der ist leicht verzogen. Und dem sieht man das auch. Also die über 80.000 Kilometer Laufleistung hat sich bemerkbar gemacht. Da sieht man das auch ganz gut, dass er hier nach links weggeht an dem Zahn. Ja, die ganze Reihe hier. Ganz, ganz wenige Zähne, die noch einigermaßen gerade sind. Guti. Da ich ja Vertriebspartner bin von zwei der größten Motorradlieferanten, Motorradteile-Lieferanten, werde ich mir dann dasselbe bestellen und spare dann natürlich. Hat natürlich auch Vorteile. Guti, der Kasten kommt auf jeden Fall neu. So. Wie gesagt, das ist die Sicherung hier. Ich drehe die Schrauben hier wieder rein, damit sie nicht verloren gehen. Weil, wenn die weg sind, ist nicht ganz so schlimm. Man kann das noch relativ günstig nachkaufen. Die Sicherung wird allerdings ein Problem. So, den packe ich erstmal auf die Werkbank. Ja, da wo noch ein bisschen Platz ist. Ich nehme euch mal aus dem Halter hier raus und dann zeige ich euch nämlich jetzt mal die Kerbe. Motor dreht, das ist gut, ist nicht fest, gar nichts. So, da seht ihr die Kerbe.
Da. Da hinten sitzt das Ritzel drauf. Und in der Kerbe, da sitzt dann die Sicherung. Gut, so viel denn dazu. Kette ist lose. Hier, wie ihr seht, die hängt jetzt hier freischwebend. Einmal hier. Die ist noch relativ fest. Das war das Klötzchen. Den können wir wieder rausnehmen. So. Gut. Die lösen. Und dann darf der Kollege aussteigen. Aber ganz vorsichtig. Schauen wir mal. Bin hier gespannt, ne? Welche Seite ich hinlege, weiß ich noch nicht. Da hinten ist auf jeden Fall ein Motorkran zum leichten Ein- und Aussteigen wieder. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen geht mir jetzt der Klackstift, aber es nützt nichts. Es muss gemacht werden. So, der kommt jetzt wieder runter. Die löse ich und überlege mir dann, zu welcher Seite ich ihn kipp. Ja, okay. Und räume mal hier so ein bisschen erstmal das Chaos auf. So, Herrschaften, Moped ist positioniert, Halter habe ich fast alle gelöst. Ich versuche jetzt mal einen Trick, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich versuche es jetzt einfach mal. Und zwar will ich die Kiste jetzt auf die Seite legen und dann den Motor so rausnehmen. Ich will hoffen, es funktioniert. Ich versuche es jetzt mal. Wenn es nicht funktioniert, muss ich auf jeden Fall den Motorheber zur Hilfe nehmen. Aber schauen wir mal. Gucken wir mal. Drückt mir die Daumen. So. Einmal so ein bisschen. Ja. Irgendwas blubbert da. Irgendwas blubbert da. Ich weiß nicht, was da blubbert, aber das blubbert. Oh, Alter, ich kann mich gleich in die Hose. Oh, da blubbert da noch. Da ist noch irgendwas. Irgendwas Ölmäßiges unterwegs. So. Gekippt. Wo habe ich denn jetzt den 12er Schlüssel versteckt? Da läuft jetzt der restliche Dolores-Kram raus. Ist hier alle 12er Tante wieder? 11, sag mal. 13. Ja. Überraschung.
Ja. So wie es aussieht, funktioniert das noch nicht ganz so, aber im Groben und Ganzen kann man hier schon fast arbeiten. So, ich werde dann noch mal versuchen, also Mode ist ja auch nicht mal einfach jetzt so ratzifatzi angehoben. Er wiegt ja auch ein bisschen. Von alleine den da einmal so zu wuppen. Ach nee, das muss ich mir doch nicht antun. So. Das lasse ich einmal hier liegen. Dann kippe ich ihn jetzt nochmal wieder hoch. Der alte Bolzen. Der muss raus. Der muss. Ui, 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 ui. So, den müssen wir jetzt kurz lösen hier. Den Motorhalter. Zum Einsatz bringen. Und zwar um 2:02 Uhr. Und hier ist eine Scheibe. Und da hinten hin will ich den dann. Da ist irgendwas nass. So, was ist das jetzt hier wieder? 17, 19. Kommst du jetzt mal hierher, aber ganz fix. Geht so nicht. So. Und du fällst mir jetzt nicht in die Fresse. Hauptsache, du fällst mir nicht in die Fresse. Dann bin ich nämlich böse. Dann bin ich anders. Ei! Da hat er sich bewegt. Habt ihr das gesehen? Der alte Lumpi. So. Hammer. Haben wir nicht.
willst du nicht. Dreh dich doch einfach raus, du alte Sau. Ja, Leute. Dann ist der Schrauber da sein. Der eine ohne Beine. Ja. Okay, also muss ich den Hauptständer noch mal drunter basteln. Im Prinzip funktioniert das, den Hauptständer einmal unterbasteln, um den Bolzen dann da einigermaßen gerade rauszuziehen. Weil das ist jetzt noch derjenige, der stört. Okay, ich gehe mir da mal bei.